Grundgedanke ist folgender. Bei so einer EMF-Schaltung ist es ja so, dass, wenn man sie normal ansteuert, dass je mehr Leistung sie bringt, desto wärmer wird der Transistor. Und desto mehr Wärme muss dann abgeleitet werden. Solche Peltier-Elemente hier, die werden auf der einen Seite kalt, auf der anderen Seite heiß, ne, und werden vorzugsweise in Kühlboxen eingesetzt. So, das erste Problem, was man so hat, wenn man sich selbst versorgen möchte, ist, dass man warm Wasser braucht und dass man seine Speisen im Sommer irgendwie unverderblich halten muss. Und da kommt diese kleine Schaltung echt wie gerufen. Ach ja, hier ist ja auch noch ein bisschen Licht mit dabei. Diese erste Version hier hat ganze 2 Tage gehalten. Hat ganz gut funktioniert, bis auf, ja, irgendwie ist dann hier doch, habe ich ein kleines Löchlein hier irgendwo gelassen, Feuchtigkeit reingekrochen und den Kondi hat es zerstört. Ja, da war ich gezwungen, ein neues zu basteln. Das schaut jetzt so aus, wo nichts mehr von den elektrischen Teilen praktisch im Wasser drin hängt. Und dafür habe ich hier einen mega langen Kühler drin, sozusagen, der dann die Wärme hier reinbringt. Funktioniert auch ganz gut. Den habe ich jetzt so eingestellt, dass ich habe keinen Vorwiderstand hier davor gemacht habt. Ihr seht, da wo normalerweise das Bein hin für einen Vorwiderstand ist, geht jetzt direkt das Kabel an diese 12 Volt LED ran. Die ist leicht lauwarm, ganz leicht lauwarm, aber nichts im Vergleich, ne, wenn man die jetzt mit dem Original, mit der Originalansteuerung betrieben hätte, ne, dann wäre die jetzt richtig feuerheiß, aber hier, das ist ja ganz leichter Handwärmer ist es, ne? Bisschen wärmer als handwarm. Hier oben, der macht natürlich schon mehr Wärme. Das messen wir dann mal. Und hier die Kühlbox hat jetzt auch nochmal eine Isolierung außenrum bekommen mit Styropor und dann nochmal extra Aluklebeband. Und da sind wir jetzt immerhin, pendeln wir so zwischen 12 und 11 Grad hin und her. So, also bei 8 Grad Celsius sind wir noch nicht. So wie es die normalen Kühlschränke eben gern haben, aber ach, für mein bisschen Zeugs hier, ihr seht, wurscht esse ich immer noch, also ganz vorbei ist es noch nicht. Ja, das geht schon mal. Zieht so, wie es jetzt gerade hier ist, 40 Watt. Vergleichbar mit einem normalen Kühlschrank, ne, der zieht so in der Stunde, naja gut, der schaltet, der ist ja nicht nonstop an, so wie das Ding hier. Aber wenn er dann mal so 10 Minuten an ist, zieht er auch seine 100 Watt ungefähr. Und ja, hier habe ich halt nebenbei noch warm Wasser. Ne? Ja, gleich mal gucken, wie wir hier sind. Naja gut, warm Wasser. 34 Grad Celsius. Aber so, dass ein bisschen Dreck weggeht vom Geschirr, das reicht auf alle Fälle. So, es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil vorher bin ich hier wirklich auf 40 Grad gekommen. Jetzt 34 Grad bin ich etwas enttäuscht, aber ich sehe es gerade. Mein Transistor, den ich hier oben dran messe, der hat hier schon noch über 60 Grad Celsius. Also, die Wärme muss ich hier irgendwie noch besser in den Kühlkörper reinbringen, so wie es ausschaut. Na, würde wahrscheinlich auch noch wärmer werden, wenn ich es mal noch 1-2 Stunden anlassen würde. Aber ja, war ja so geplant, dass ich es 2-mal am Tag nutzen kann. Ne, praktisch früh morgens für den kleinen Aufwasch, den das so ein Ein-Mann-Haushalt mit Katze hat. Und abends dann nochmal. Und naja. Ach, ich wasche jetzt einfach mal mit 34 Grad warmem Wasser auf. Ach ja, und da habe ich hier ein Thermometer und benutze es nicht, wenn ich euch erzähle, wie lauwarm diese LED hier eigentlich nur ist, ne, wenn man die anstelle des Vorwiderstandes vom REMF benutzt. Ja, ihr seht, also bei mehr als 33 Grad kommt das Ding nicht hinaus. Also nochmal als Fazit, die Originalansteuerung von dem Teil, ne, das ist die 220 auf 230 auf 12 Volt Umsteuerung, die hat um die 100 Watt gezogen.
Hat er allerdings um die 8 Ampere ins PT-Element reingeschickt und ja, ich glaube, da ist man dann schon so auf. Ich habe es vorher leider nicht gemessen. Ne? Könnt ihr das zu Hause mal messen mit einer normalen Kühlbox? Auf wie viel Grad Celsius die runterkommt, wenn er die normal betreibt? Naja, ich glaube, weniger als 8 Grad Celsius wird da auch nicht erreicht. Ne? Vielleicht auch nur 10 Grad Celsius bei der Isolierung, wie ich mitgekriegt habe. Also 100 Watt hat man als Startwert und da haben wir es nur kalt bekommen und hier oben ein kleines bisschen Wärme rausbekommen. So, jetzt ist es so, dass es 40 Watt zieht. Wir schicken ungefähr um die 2 Ampere ins Peltier-Element vom REMF Charger. Hier wird es natürlich nicht mehr ganz so warm. Den Lüfter, der vorher auf 12 Volt gelaufen ist, den habe ich mit 5 Volt angeschlossen, dass er jetzt nur noch die Hälfte der Drehzahl macht und zieht natürlich dann auch dementsprechend auch sehr viel weniger an Strom. Und ja, Warmwasser haben wir natürlich noch. Ne? Warmwasser und Licht. Ja, und wie haben wir das jetzt gemacht? Naja, ihr könnt ja euch eigentlich schon fast denken. Ne? Das normale Netzteil rausgerupft. Den 220 Volt Anschluss, den habe ich gleich benutzt, um mein PT anzuschließen. Also die Kabel, die dann da drin an das Ding hier rangingen, das habe ich dann an den Lüfter angeschlossen. Nee, halt, Quatsch, das habe ich ans PT-Element angeschlossen. Und da muss man natürlich drauf achten, wo da Plus und Minus ist, sonst wird es dann hier oben dran eisekalt und ihr wärmt dann eure Speisen. Na, kann man auch als Warmhaltebox dann nehmen, ne? Noch einen Nutzen mehr, gar nicht so schlecht. Ja, und die andere Seite habe ich genommen, um den Lüfter anzuschließen mit einem 5 Volt Netzteil. So, dann ist die Box eigentlich soweit schon vorbereitet. Ich habe mir für die Zukunft noch gedacht, ne, ich habe da eine Kühlrippe von dem oberen Kühllüfter da genommen und habe sie verplombt, also richtig schön dicht gemacht und habe hier einmal ein Schläuchlein und da ein Schläuchlein. War eigentlich so für eine Schwerkraftheizung gedacht, ne, dass da hinten dran noch einmal irgendwie so ein Wasserbehälter dran liegt und dann hier da nochmal unterstützend die Wärme hier oben abführt. Dann müsste es nochmal ein bisschen effektiver werden. Aber ja, ist für zukünftige Sachen gedacht, wenn ich hier drin mal was gefrieren will oder so. Ne, wenn das hier oben richtig feuerheiß wird. Ich meine, jetzt ist es ja, naja, ganz leicht warm. Ja, das war das mit der Box. Außenrum noch mit Styropor und ein bisschen Aluklebeband isolieren. Bringt auch schon etwas. Und das PT-Element kommt dann ganz einfach an den normalen Ausgang von eurem REMF. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, und der REMF, hier ist der Eingangskondi vom REMF und hier ist das Netzteil. Das ist jetzt ein 19 Volt 1,6 Ampere Netzteil. Und ich kann ja die Stromzange noch mal reinhalten. Ja, ganz moderat bei 1,8 Ampere. Also das, was das Netzteil eigentlich bringt, geht ins Peltier-Element, kann man so sagen. Ne? Auch das Peltier-Element braucht ja nur 12 Volt, hier kommen mit 19 Volt. Und ich denke mal, der Rest, der dann hier abfällt, der wird dann in Wärme und in Licht umgesetzt durch das Teil hier. Ja, das ist schon der ganze Hexenzauber. Gut, habt ihr gesehen, was das Peltier-Element zieht? Und dann folgen wir mal dem Kabel. Nicht beachten, wie es hier aussieht. Jedenfalls kommen wir hier raus. Was anderes hängt jetzt momentan nicht dran. Und doch, man sieht es schon halbwegs, ne? 40,9 Watt. Und ihr seht es unten drunter, das ist ein echt billig Netzteil aus China mit einem Powerfaktor von 0,55. Ja, das heißt eigentlich, dass wenn hier drauf 40 Watt stehen, wird laut dem Messgerät eigentlich nur die Hälfte in wirkliche nutzbare Energie umgesetzt, oder? Kann man das so mit dem Powerfaktor gleichsetzen? Was meinten ihr dazu? Also wenn ich da jetzt noch das perfekte Netzteil dafür finden würde, käme ich da vielleicht sogar auf 30 oder sogar 20 Watt runter? Heißt es das? Naja, wie auch immer, für mich reicht es erstmal.
Auf alle Fälle. Und ja, heiter, heiter, immer weiter. Bis später.